Das kann ja lange dauern. Aber ich ahne ganz, ganz Schreckliches jetzt hier. So, wartet denn der da oben? Ah, die wollen das machen. Oh nein, schreit Vanille, oh nein. Da brauchst du doch keine Angst haben hier für die Skatane-Viecher hier. Dann machst du einmal den hier und den. So, dann machst du nochmal ein bisschen so. Ja, zwei sind schon echt brutal, ne? So, und jetzt ist der erste fliegen und das war's dann jetzt. Ich hoffe, dass es das war. Ich glaube, wir haben bei seinem Angriff gestört. Ich glaube, er wollte gerade angreifen. So, und jetzt sollte es das gewesen sein. Und tschüss. No problem. Ich hätte gerne halt noch ein paar Sachen, die ich so gerne verkaufe. Ach, Stinky. Da ist Stinky. Ja, dann müssen wir erstmal Stinky töten. Müssen wir uns erstmal weiter heilen. Wir müssen uns boosten. Wir haben schon zu viel verloren. So, jetzt gehen wir hier rum. Also der Protest ist schon richtig geil, ne? Gut, die servieren mir die hier zum Frühstück und ich mach die dann platt. So, jetzt muss ich nichts mehr machen. Jetzt gehen wir einfach drauf. Der ist so tot. Keine Verteidigung mehr. Auf Wiedersehen. Die Kombo hier, die ich mir hier zusammengebaut habe, ist echt gut. Eine gute Kombo. Wiedersehen. Aber das gibt einen Primitivschlag. Oh, jetzt haben wir zwei Stinkies. Oh Gott, ich habe meine Nasenklammer nicht dabei. Ja, das war klar. Ich darf nicht. Ich bin stehen geblieben. Ah, toll. Aber jetzt darf ich wieder. Und das kriegst du direkt zurück, Stinky. Oh, Stinky, das habe ich nicht erlebt, ne? Was du hier mit mir gemacht hast. Aber ehrlich, das ging ja gar nicht. Na komm, Sasch, dann überlebst du jetzt, ne? Ist ja nicht mehr viel. Siehste. Wenn du das jetzt nicht überlebt hättest, dann hätte ich auch nicht gewusst. Ehrlich. Knochenstück. Dann weiter? Danke. So, es gibt wieder mehrere Wege. Wir müssen da lang. Also ist da wieder irgendein. Ich tippe mal eine Truhe. Ja. Was haben wir denn da Feines? Zwei Untierknochen. Es gibt viele Knochen heute. Oh, oh. Sieht aus wie so ein Hauptschalter jetzt hier. Eck wusste das. Ja, jetzt wollte er mich aber triggern, ne? Also. Pff.
Das wird ganz böse. Ich hoffe jetzt nicht beide. Nee, Gott sei Dank nur den einen. Aber wir werden das selbe Spiel hier wieder machen. Ich greife an und ihr pusht. Aber jetzt erstmal, bevor wir was machen, die Klinge. Die habe ich nämlich schon wieder gesichtet. Und die muss so schnell wie möglich weg. ...800 habe ich noch. Ja, muss ein bisschen auf mein Leben aufpassen. So, heilen erstmal. Okay, reicht. Die Serie darf nicht brechen. Oh, Gott sei Dank. Okay. Das sollte reichen. Jetzt sollten wir mal richtig Gas geben. Ja, kein Schutz mehr. Ich glaube, jetzt tut's weh. Ja, ja, 9000. Das tut weh. Wenn Lightning angreift, jetzt sogar über 10.000, 12.000. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, den haben wir. Ah, Tierchen Nummer 2. Gott sei Dank nicht zusammen. Sonst hätte ich sonst Buch. Ah, das hat schon mal geholfen. Okay, wir müssen wieder wechseln. Die Klinge ist wieder da. Oh, die ist aber diesmal schnell tot. Der hat auch direkt den Prozess erwischt. Okay, direkt drauf, würde ich sagen, ne? Und mit Hass geht's auch alles noch ein bisschen schneller. Der kommt da jetzt erstmal nicht mehr runter. Der kommt da nicht mehr runter. Der wird da oben jetzt in der Luft sterben. Und das will ich auch so. Du bleibst oben, habe ich gesagt. Und tschüss. Haben wir gut gemacht. Ich gucke jetzt, ob hier sich jede Ecke was versteckt hat. Nein. Warum schon wieder speichern? Also jetzt habt ihr es aber mit eurem Speichern, ne? Aber egal, machen wir natürlich gerne. Aber erstmal. Muss sein. So, Angriffskraft. ATP braucht die Frau ganz dringend. Meta-Fertigkeit Banga. Oh ja, nochmal 100 TP bekommen. Boah, ganz schön viele hier. Aber wir mussten schon lange nicht mehr im Datenlog nachschlagen. Das wird sich bestimmt gleich ändern. Also ich tippe mal, das kann nicht mehr so lange dauern. Geile Tür. Wow. Eine Ruine sondergleichen, würde ich sagen. Looks like it's a dead end.
How about down there? If the stories are right, it's a maze. This place is a boot camp for Lassie. All kinds of challenges from Grand Pulse are waiting. Challenges, huh? To get us all ready to go wipe out Cocoon? We can wait here if Turn and Seath sounds better. Ja, so Seath möchte ich nicht gerne werden, nö. I have had enough of this! Where's the way out? Way out? Who said there was one? Bring it on. My mind is made up. Maybe I will end up a Seath. But until that happens, I'm gonna make Sarah proud. I couldn't bring myself to admit that this tear meant goodbye. And that's why I kept searching for her. But I didn't need to. Sarah was here the whole time. Right here, watching over me. Now I get it. What this tear's been telling me is to not let our focus win. It's not the foul sea we should listen to. It's Sarah and Reigns. Do you know why? Because our focus doesn't matter. What matters to me is that we protect Cocoon. Whatever it takes. Same here. I'll help you do it. All right. I'm in. Der Chocobo auch. Hey. Ah, Lightning ist auch. When a Chocobo agrees, you know you're on the right path. There you go. That's right. Count me out. What? Mm-hmm. If you all want to go it on your own, then so will I. Hey, Fang. Hey. Hey. Let Cocoon get what's coming. They hate us for being Lassie. What's it to me if they die? Uh-oh. Better that than watch a friend go Seath. If you don't have the nerve for it, I'll do it myself. Go on alone. Get stronger. And smash Cocoon out of the sky! Oh, Fang! You turn Seath and there's no coming back. I'm not... Uh-oh. Letting it end that way. Oh. Ich glaube, eine neue Esper taucht hier auf. Das ist nie gut, weil ich erst mal herausfinden muss, wie man die Kette, wie man die hinkriegt. Ah, sieht gut aus. Sieht aus wie Bahamut. What's he doing here? Come to take pity on me? Come to take care of a broken sea? That thing's here to help us? Yeah, help. That's what Eidolons do. They help us. Eidolons are our salvation. If we can't decide what to do next, they come put us out of our misery! Wait, so you haven't made up your mind yet? Oh, da macht Kamehameha. Why are you protecting me? What are you doing? Protecting one of our own. We can do without their brand of mercy. And we don't need a Falsi's orders either. I'm fighting this focus to the end. We all are. So please, fight with us. Komm schon. Ja, toll. Jetzt wurde die Formation geändert. Ja, ganz geil. Okay, müssen wir erstmal schauen. Wie kriegen wir den Metamorph-Modus hin? Todesurteil, das war mir fast klar. Okay, einfach nur drauf. Also, so wie ich das sehe, drauf, drauf, drauf. Wenn wir mal dazu kommen. Heilen. Fuck, ist sehr brutal.
give up. Der ist echt übel drauf. Wir müssen erstmal beschützen. Sag doch Bahamut! Ich bin gut! Es ist Bahamut. Okay, jetzt würde ich sagen, probier zwar so. Angreifen und heilen. Wir machen es so. Er ist gleich so weit. Schatten-Eclipse. Oh Gott. Ah, es ist Gott sei Dank mal ein einfacher. Zack. Fertig. Gott sei Dank. So, wir haben Bahamut. Bahamut sieht das mal richtig geil aus. Gott sei Dank hat man den schnell verstanden. 21 Minuten sollte das dauern. Ich habe anderthalb gebraucht. Okay. Wir haben den Bahamutstein und sie hat einen vierten Balken bekommen. Look, a new path. Lol. Maybe that thing did save us. I don't suppose you'd be willing to call it a sign of me being right. Okay. Listen, keep our eyes on the goal and we'll figure something out. All right. All right. Hey, Sarah. So I guess being a Lassie doesn't have to mean you can't do what's right. Does it? Ich bin mal gespannt, ob alle Charaktere noch da sind. Here's a shocker for you. Ja, so, neue Daten. Ich muss jetzt erstmal hier gleich wieder umstellen. Persönlichkeiten. Snow Villiers wuchs ganz allein ohne Familie in einer Einrichtung des Sanktums auf. Jetzt als junger Mann ist er der Anführer der Gruppe Nora. Er glaubt fest daran, dass Sarahs letzter Wunsch Cocoon möge gerettet werden, seine Bestimmung ist, und danach handelt er. Als er dann erfahren muss, dass auch Sarah als Werkzeug der 4C missbraucht wurde, versinkt er kurzzeitig in Verzweiflung. Doch er schwört, die Pläne der 4C zu durchkreuzen und Cocoon zu retten und auf Sarahs Erwachen zu warten. Ist hier noch mehr? Nö. Gegner-Datenbank. Überwesen. Espa. Ist mittlerweile schon die fünfte. Vierte eigentlich. Bahamut. Er ist richtig geil gewesen. Sieht auch richtig geil aus, der Typ, ne? Die Geschichte. Kapitel 10. Die Espa Bahamut. Zu sehen, wie Reigns mit menschlicher Willenskraft seine Bestimmung überwindet, beeindruckt Snow und gibt ihm sein altes Selbstvertrauen zurück. Seine Bestimmung ist ihm egal. Er ist entschlossen, Sarahs letzten Wunsch zu erfüllen, indem er Cocoon beschützt. Selbst wenn er dadurch zu einem Seed werden sollte, das wäre ihm immer noch lieber, als gegen Sarahs Wunsch zu verstoßen und Cocoon zu zerstören. Sarah soll stolz auf ihn sein. Doch fangen sie das anders. Sie will nicht zulassen, dass Vanille als Seed endet. Bevor das geschieht, will sie lieber ihre Bestimmung erfüllen und Cocoon zerstören. Dafür würde sie, sollte es nötig sein, auch gegen ihre Gefährten kämpfen. Ein innerer Kampf droht sie zu zerreißen, als plötzlich ihr erloschenes Stigma aufleuchtet und die Espa Bahamut erscheint. Man sagt, die Espa erscheinen, um sich das gebrochene LC anzunehmen. Doch das bedeutet nichts weiter, als dass sie diese LC durch den Tod von ihrem Leid erlösen. Fang begreift, dass nicht nur ihr eigenes Leben auf dem Spiel steht, sondern auch das Leben ihrer Gefährten. Sie will ihre einzigen Freunde nicht verlieren und kämpft gegen die Espa. Mit ihrem Sieg eröffnet sie sich für sie ein neuer Weg. Oh ja. Ja, es gibt immer mehr wichtige Gegenstände hier. Jetzt haben wir, ja, vier Steine. Klasse, aber jetzt muss ich hier erstmal wieder manuell. Kampfmitglieder, so. Sorry. Ich will das so haben wie... So. Wir wollen... Startparadigma. Damit wollen wir anfangen. Ne? So. Es hat doch geklappt.